Zuschauer der Zeitzeitlupe. Wie versprochen, durften wir nochmals die Zeitzeitstiftsbibliothek besuchen. Es gibt heute was ganz Besonderes. Ein besonderes, wertvoller Schatz aus der Zeitzeitbibliothek geht heute auf große Reise, und zwar die Zeitzeitweltkarte. Herr Ludwig hatte uns Bescheid gegeben, dass wir sie nochmal kurz sehen dürfen, bevor sie auf die große Reise geht. Wir danken ihm dafür, und ich übergebe das Wort an Herrn Ludwig, und er erzählt uns allen ein bisschen was über die Zeitzeitweltkarte. Ja, Sie haben ja gerade gesehen, wie ich aus einem größeren Band einer Handschrift eine Einzelkarte herausgenommen habe, die jetzt verpackt wird. Bei diesem Band handelt es sich um eine Handschrift aus dem Jahre 1470. Und zu sehen ist dort das Werk des berühmten antiken Kartografen Ptolemaios. Der hat vor etwa 2000 Jahren diese Karten geschrieben. Und diese Karten wurden dann im Spätmittelalter quasi wiederentdeckt und fanden eine weite Verbreitung, unter anderem auch hier in der Zeitzer Stiftsbibliothek. Der eigentliche Schatz befindet sich aber am Ende dieser Handschrift. Dort wurde nämlich, wir wissen nicht genau unter welchen Umständen, eine weitere Karte mit eingefügt, die aber nun nicht von Ptolemaios stammt, sondern eine mittelalterliche Karte ist, die uns das mittelalterliche Weltbild etwa 20 Jahre vor der Entdeckung der neuen Welt, nämlich Amerika, zeigt. Bei dieser Karte handelt es sich zudem um die einzige heute noch in Deutschland erhalten gebliebene mittelalterliche Weltkarte diesen Typs. Herr Ludwig, könnten Sie uns dann auch auf der Karte ein paar Besonderheiten zeigen oder mal genauer erläutern, weil ich hatte die Karte schon in der Hand, nicht die Karte des Original, sondern ein Faksimile, was man auch heute hier werben darf, was eine ganz tolle Sache ist, aber ich verstand nicht allzu viel. Können Sie uns da noch ein bisschen was erläutern dazu? Ja, das ist auch ganz normal, dass Sie da nicht viel erkannt haben, denn diese Karte entspricht nicht unserem Weltverständnis. Wir erwarten eine Karte, bei der oben Norden ist und unten Süden. Im Mittelalter könnte man erwarten, dass die Karten geostet sind, also Osten oben liegt. Die Zeitzer Weltkarte steht nach unserem Verständnis auf dem Kopf, denn oben befindet sich Süden, unten der Norden. Wenn wir die Karte also um 180 Grad drehen, sie auf den Kopf stellen, dann sollten Sie dann doch einige Regionen erkennen können, nämlich Europa. Es sind die Umrisse vieler bekannter Länder, vor allem aber im mediterranen Raum, Spanien, Italien, Griechenland. Das wird Ihnen nicht schwerfallen, die zu erkennen. Je weiter Sie aber nach Norden kommen, da brauchen Sie schon sehr viel Fantasie, um solche Länder wie England oder gar Skandinavien identifizieren zu können. Im Zentrum dieser Karte liegt die Stadt Jerusalem, das Herz der Christenheit im Mittelalter. Herzlichen Dank. Jetzt gehen wir mal zur Karte und sagen mal ganz genau an kleinen Teilen mal ein paar Beispiele. Die Karte zeigt nicht nur verschiedene geografische Begebenheiten wie Gebirge, Flüsse, einzelne Seen, sondern zu den verschiedenen Regionen der Welt befinden sich auch Geschichten. Das sind Legenden, das sind aber auch Hinweise auf tatsächliche Begebenheiten. Es sind spannende Einträge, von denen ich einige gern vorstellen möchte. Besonders reichhaltig sind diese Geschichten in den entfernteren Regionen, worüber man also eigentlich am wenigsten Kenntnisse hatte. So zum Beispiel in Afrika, wo im Norden Afrikas in einer Region zu lesen ist, Hic filii interficium suos parentis. Dort töten also die Kinder ihre Eltern. Und weiter erfahren wir, dass sie aus ihrem Fleisch ein Festmahl bereiten. Im äußersten Süden, am Rande der Karte, können wir von Homines monopedes lesen. Das sind Einfüßige, die der Legende nach einen riesigen Fuß hatten, unter den sie sich im Regen verstecken konnten. Eine besondere Region in Indien berichtet von Formices magne, von Riesenameisen, die Berge aus Gold bewachen. Wir erfahren von einer Insel mit den bärtigen Frauen und viele andere Dinge mehr. In Europa ist es vor allem Skandinavien, wo sich sagenumwogene Gestalten bewegen. Man kann dort einen Eintrag lesen, in Norvegia sunt multi trolli. In Norwegen gibt es viele Trolle. Herr Ludwig, das war total spannend. Gerade diese Einzelteile auch auf der Karte hatten mich wirklich begeistert. Wohin geht denn unsere Karte jetzt eigentlich auf Reisen und wann kriegen wir sie denn wieder? Also sie wird uns in den nächsten Tagen verlassen, und zwar nach Lemgo. Dort wird im Schloss Brake eine großartige Ausstellung stattfinden, eine internationale Ausstellung mit dem Titel Weltvermesser.
Da geht es um die historische Kartografie. Und in dieser Ausstellung wird unsere Zeit zur Weltkarte ein besonderes Glanzstück sein. Zu sehen ist diese Ausstellung dann vom 13. September bis zum 6. Dezember 2015. Ich danke Ihnen herzlich, wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Die Handschuhe liegen jetzt nicht, weil Sie ja besondere weiße Handschuhe haben für die wertvollen Karten, und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss, auf Wiedersehen.